Ich könnte mich so aufregen, wie das in der letzten Aufnahme am Ende gelaufen ist, ne? Jetzt müssen wir nochmal mit Tainted. Wer ist es eigentlich? Wer ist es denn? Ach ja, Apollyon. Mit Tainted Apollyon loslegen. Ist aber nicht. Also, der Charakter selbst ist an sich nicht schwer. Also halt wirklich nicht. Und ich denke, das sollten wir in dem Part hinbekommen, wenn ich nicht völlig versage wieder. Ne? Also von der Art her. Von der Art her ist das alles machbar. Es ist ein normaler Charakter, der halt noch Fliegen zusätzlich hat. Und die Tiersrate ist am Anfang ein bisschen unangenehm. Das ist doch schon. Da gehe ich doch schon wieder. Da gehe ich doch gleich raus. Okay, was haben wir hier Hübsches? Destruction. Ist hier was zum Destruction zu zerstören? Ah, komm, gib mir die Bombe. Brauche ich mein Herz auch wieder? Aber eine Bombe. So, gucken wir mal nach dem Item da unten. Und stellen fest, will ich. Will ich definitiv. Ist ein Tiersab und Tiersab ist wichtig für ihn. So, ist jetzt die Frage, ob wir halt schon. Ich weiß, dass es nicht. Ne? Ich weiß, dass es noch nicht die richtigen vier sind, aber auch die können Münzen droppen, wenn ich Glück habe. So viel dazu. So viel dazu. Na gut, dann müssen wir erstmal normal kämpfen. Das wird natürlich jetzt ein bisschen kritisch. Mit nur drei Herzen hier durchkommen. Es ist ein relativ normaler Kampf. Also ich habe eigentlich effektiv keine großartigen Möglichkeiten, jetzt irgendwie speziell gut irgendwas zu machen. Ich muss einfach schnell die Viecher loswerden. So, ich habe noch nicht großartig. Ich habe nur eine Tiersab. Das Tiersab ist okay, das ist auch nett. Aber das war es dann halt auch schon. Also gut wäre es jetzt nicht getroffen zu werden. Wie immer. Und dann würde ich mir den Dings für die Kiste holen. Den können wir auch erstmal eine Weile behalten. Sollte uns mal wieder eine Kiste über den Weg laufen. Denn wie man weiß, laufen Kisten! Und Hilfe. Ja, oh moin. Und dann natürlich noch ein Schlüssel für den Itemraum. Denn der wird ja leider mit dem Locker nicht geöffnet. Oh boy! Ne, wie heißt das Ding? Nicht locker, Paperclip oder so, ne? Irgendwie so heißt das Ding. Noch was mit Clip. Oder? Ich laber Scheiße wahrscheinlich. Oh, okay, wir sind durch, alles gut. Alles gut, wir kommen durch, gar kein Problem. Und den paar Gegnern lasse ich mich jetzt auch nicht erledigen. Gar nicht von der grünen Fliege. So. Gut. Okay, können wir uns gerade so alles leisten, was ich vorhabe? Also einmal dich für dich. Ist halt nicht so gut jetzt. Und dann einmal dich für dich. Das wäre doch ein Fall zum Rerollen. So, los geht's. Schön viele Fliegen will ich haben. Ich glaube, die Fliegen sind am Ende, je mehr man davon hat, umso besser. Wenn man es halt nicht dann komplett versaut bei Guidia.
Na, wenn man das nicht macht, dann läuft halt alles okay. Wenn man es natürlich bei Keeper dann komplett versaut, naja, dann ist halt Kacke. Dann hat man es auch verdient, dass der Part zu Ende ist. Es war so schlecht einfach. Es war so schlecht. Das alles hier wäre jetzt nicht notwendig. Das alles hier wäre jetzt nicht notwendig, wenn mir dieser Mist nicht passiert wäre. Es ist so traurig, ne? Das alles hier wäre jetzt einfach nicht notwendig. Könnt mich aufregen. Ich glaube, man merkt es ein bisschen. So, gibt ihr mir noch irgendwas? Der Bock? Ich habe überhaupt keinen Bock. Wollen sie es lassen. Ja, dann müssen wir uns trotzdem jetzt aber Herz holen, dass wir hier zur Sicherheit durchkommen. Sonst können wir uns jetzt nichts leisten. Das ist natürlich auch großklassig. Oh, moin. Ich wäre tot, hätte ich mir kein Herz gekauft. Das ist unfassbar. Hätte ich mir kein Herz gekauft, wäre ich einfach jetzt wieder tot. So schlecht spiele ich. Mann, 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 ey. So, jetzt gehen wir nicht weiter auf den Keks. Okay, danke, tschüss. Gut. Gute. Hier kann ich nichts weiter tun. Nee, das Herz kaufen wir jetzt nicht auf. Es ist eh nur 3 Münzen. Weiter im Programm. Gut. Sparen wir lieber Geld. Vielleicht kommt eine 7er Reihe. Dann wäre es besser, die aufzukaufen. So, jetzt aber erstmal hier rein. Das holen wir uns auf jeden Fall. Jetzt ist das Problem, ich habe nur ein ganzes Herz. Das heißt, wenn jetzt da oben keins liegt, kann ich nicht den Stachelraum vorher nutzen, weil sonst ist ja alles weg. Okay. Aber, oh, da gucke ich mal nach, ob Apollyon überhaupt implementiert ist. Bei Birthright. Ich wüsste jetzt gar nicht, was der... Vielleicht, dass die Fliegen mehr Damage machen oder sowas? Sowas wäre vielleicht sinnvoll. Nicht implementiert. Gut, kaufen wir nicht. Okay, alles klar. Danke fürs Gespräch. Keine 7er Reihe ist schon mal schade. Ah, das ist jetzt auch blöd. Das ist jetzt auch ein bisschen blöd. Okay, dann holen wir uns erstmal den Schlüssel. Achso, wir können ja trotzdem da rein. Oh, bitte sei eine gute Pille. Ich wollte mich da jetzt eigentlich... Hallo? Ich wollte eigentlich da rauslaufen und dann ein bisschen mehr von dem Zeug machen, aber das hat ja nicht so gut funktioniert. So, aber jetzt kriegen wir dann zumindest hier, das hier wieder voll. Ja, das ist auch, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, weil das heilt mich durchgehend. Das ist sehr gut, das ist in Ordnung. Das ist nichts, was ich jetzt gesnackt hätte. Okay, dann haben wir aber auch in der Runde so nicht wirklich was, was ich jetzt kaufen würde. Also wäre es schön, wenn wir einfach durchkommen würden durch die Geschichte und wir das Geld für die nächste Ebene haben. Das Schöne ist jetzt, wenn ich getroffen werde, kann ich halt trotzdem durch Kills Heilung erfahren. Das ist sehr, sehr gut. Und wir killen ja hier konstant. Also Kills Heal ist eigentlich für den Greed-Mode schon eine gute Geschichte. Na, da sehe ich mich schon so ein bisschen. Zack. Das hätte jetzt ein Herz gegeben. Aber in dem Fall natürlich nicht, weil ich nicht das Glück hatte, dass ich im Moment... Was heißt das Glück? Besser wäre es übrigens, das Kill Heal haut die Herzen raus, anstatt dass es direkt auflädt, aber ist besser als sowas nix, ne? Mit Glück kommt jetzt irgendwann, kommt jetzt mal wieder eine Aufladung. Ich glaube, das hängt mit dem Luck zusammen, ich bin mir aber nicht sicher.
Wow. Langsam wird es hier wieder ein bisschen voll. Nein! Der Große darf mich auf keinen Fall treffen. Der große Pilz da übrigens auch nicht. Oh, hier wird es jetzt echt unangenehm. Krieg keine Heilung, ne? Frech. Oder ging das nach Raum? Nee, das ging nicht nach Raum. Das ging schon nach Gegner. Ich glaube, es ist wirklich einfach glückbasiert. Es ist jedenfalls möglich, dass es mich heilt. Gerade hat es absolut keinen Bock. Gerade hat es halt wirklich absolut keinen Bock. Oder ich habe es falsch verstanden, wie es funktioniert. Ich dachte, das funktioniert so einfach per Glück, dass halt eine gewisse Prozentwahrscheinlichkeit... Ja, genau so. Mit jedem Kill sozusagen möglich ist. Und es müsste sich mit dem Luck-Stats kombinieren. Und wir haben halt nur 0 Luck. Also, wenn wir ein paar Münzen einsammeln, haben wir vielleicht ab und zu mal einen Lucky Penny dabei. Dann erhöht sich unser Luck und dann ist das ganz gut. Bisher passiert es leider nicht. Okay, wir können eigentlich direkt weitermachen. Ich kaufe da oben jetzt nichts weiter. Ja, das war doch ein schöner Anfang. Immer wieder schön, wenn sich die Probleme einfach von selbst erledigen. Äußerst chilliger Kampf. So, dann kommen wir auch gleich zum Engelkampf. Ja, das ist auch sehr simpel. Bleiben die jetzt eigentlich in ihrem Muster? Ah, nee, die werden durch das... Ja, genau. Jetzt gehen sie aus ihrem Muster raus. Wäre aber lustig gewesen. Aber klar, dadurch, dass die dann auch ihr Zeug setzen, werden sie irgendwann abgelenkt worden. Ja, aber sehr angenehmer Kampf. Wir sind voll geheilt. Zwar ein bisschen dumm, aber egal. Jetzt machen wir erst kurz die vier kaputt. Weil die sind, glaube ich, sonst nachher weg und dann kriege ich da keine Münzen mehr raus. Ich darf nur den Raum nicht verlassen. Da hatten wir ja auch einen richtig dummen Fail. Also... Okay. Ja, da ist doch klar, was wir nehmen, ne? Da ist doch ganz klar, was wir nehmen. Sehr schön. Sehr schönes Item. Vor allem bedeutet das jetzt... Ach nee. Oder kann ich über die... Ist es riskant? Ah, ich kann über die nicht drüber fliegen. Ah, interessant. Ich dachte, über die Dinger kann ich vielleicht drüber fliegen. Kann ich aber auch nicht. Interesting. Gut. Ja, wie gesagt, hier kaufen wir nichts weiter. Sehe ich jetzt hier nicht, dass da irgendwas wirklich sinnvoll ist zum Kaufen. Also, weiter. Ich gucke nochmal kurz hier rein, ob ich irgendwas vergessen habe. Habe ich aber nicht. Okay. Okay, auch hier nichts Spannendes zu sehen. Weiter im Programm. Schön. Soweit, so gut. Relativ normaler One. Na, das ist das Ding. Es ist halt wirklich ein einfach relativ normaler One. So, einen Moment. Ich muss ganz kurz was drücken. Oh, da bin ich wieder. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Trotzdem möchte ich bitte jetzt nicht getroffen werden. Jawohl, perfekt. Denn das ist ein schönes Damage-Up. Das ist nichts, was wir resetten wollen. Resetten, sagen wir, rerollen wollen. Mit Fliegen ein halbes Herz, ein halbes blaues Herz opfern, das ist voll in Ordnung. Ah, Ich wollte gerade schon wieder rausgehen, voll gefrustet. Ich habe ja das Lockpick dabei. Genau. So. Keine 7er Reihe, aber... Ja, gut. Mit Glück wird das richtige Item freigesetzt. Es ist ein bisschen Glücksgeschichte jetzt, ne? Ich opfere jetzt 5 Münzen. Aber mit Glück wird das richtige Item freigesetzt. Erstmal sprengen wir hier. Sehr schön. Und dann... Ach so, ich kann ja alle... Ich bin so ein Volltrottel. Es sind ja alle, die ich dann zur Auswahl habe. Es sind ja alle.
So, hier. Und dann habe ich das Trinket wieder. Ich habe es komplett verwechselt, was es ist. I'm sorry. Okay, noch ein AP-Up nehme ich sofort mit. Ohne Umschweife. Lamp of Coal werde ich mir dann auch holen. Jetzt aber erstmal den Schlüssel für den Itemraum. Gucken, ob wir eine neue Fliege kriegen. Ja, also, bin ich ganz ehrlich, Leo ist natürlich grundsätzlich gut, aber ich glaube für... Na, ah. Haben wir hier viele... Naja, aber... Nein, dann nehmen wir Leo mit. Ist in Ordnung. Nehmen wir Leo mit, dann kann ich hier einmal durchwuseln. Vielleicht kommt ja was Cooles bei rum. Manchmal gibt es ja sogar dann durch die Geschichte Dingsräume hier. Die Treppen nach unten. Die Leiter nach unten, meine ich. Ihr wisst schon, was ich meine. Crawl Space. Crawl Space heißen die. Yo, meine... Genau die. Genau die. Chillig. Also, Leo auf jeden Fall gute Entscheidung, es zu nehmen. Ich habe wirklich überlegt, aber gute Entscheidung, es zu nehmen. Verschafft mir richtig viel Cash nochmal. Sehr geil, sehr geil. Sehr gut. Fliegen werden wir noch genug bekommen. Davon bin ich überzeugt. Okay. Ah, jetzt kann ich dann hier hinten ja auch nochmal rumwuseln. So. Aber ich glaube, das bringt mir gar nichts. Ich glaube, noch eine Crawl Space kann es gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ist egal. Gehen wir in den Kampf. Wir sind recht gut ausgerüstet für den Kampf. Den Lamp of Coal würde ich mir da noch holen. Und dann je nachdem, was da drunter ist. Aber allzu viel Geld würde ich dann jetzt auch nicht mehr ausgeben wollen. Ah, nee. Die sind verkehrt rum. Mach dich gleich mal weg. Die müssen ganz schnell weg. Weil die machen Stress. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da helfen die anderen gleich ein bisschen mit, dass die verschwinden. Prima. Aber jetzt wird es hier unangenehm gleich. Wenn zu viel von dem Scheiß hier kommt. Aber ich kann mich... Wow! Aber es passt, es passt. Also alles gut. Ich meine... Wenn wir getroffen werden, die blauen Herzen füllst du mir natürlich nicht mehr auf, aber die roten Herzen füllst du dann ja wieder auf, mit Glück. Wir haben eigentlich eine ganz gute Basis aktuell, würde ich behaupten wollen. Wir haben aktuell eine ganz gute Basis. Und wie gesagt, an sich ist er halt ein relativ normaler Charakter. Er hat jetzt kein krasses Handicap. Das krasseste Handicap, was er eigentlich hat, ist seine Tiersrate, die recht gering ist. Die haben wir gleich am Anfang wieder... Oh mein Gott! Ja, das ist jetzt unangenehm gewesen. Aber da war jetzt auch einfach echt viel Kacke. Also für die vielen Bümsen und Dinge habe ich es, denke ich, recht okay gemacht. Aber naja. Ne? Naja. Oder will ich rerollen? Ich bin echt... Ich meine, Lamp of Coal ist... Nein, wir sparen das Geld. Wir sparen das Geld. Was will ich mit Lamp of Coal? Ganz ehrlich. Wir sparen das Geld. Da gibt es bessere Items. Vor allem für 15 Münzen. Da sparen wir jetzt lieber mal. Lamp of Coal ist nett, wenn man es so findet und so bekommt. Oh mein Gott! Lamp of Coal ist nett, wenn man es so findet und so bekommt, aber hier das Geld sparen ist, glaube ich, deutlich. Ja, moin, oh moin. Deutlich angenehmer. Und zwischendurch hat mich was geheilt, weil ich wurde mehrmals getroffen und habe aber nur ein Herz insgesamt jetzt bisher verloren. Da wurde ich auf jeden Fall irgendwie geheilt zwischendurch. Woher weiß ich, wann der eigentlich seinen scheiß Brimstone macht? Mann! Das haut der einfach raus, ne? Alter, wie oft... Er trifft mich überhaupt nicht, aber diese dummen kleinen Drecksviecher, die treffen mich immer. Kommt jetzt ein Brimstone wieder?
Mach die doch jetzt einfach mal weg, wie wär's denn? Kann die überhaupt nach hinten schießen? Oh ja, okay. Ah, die Viecher können nach hinten kommen. Zum Glück liegen da oben ein paar Herzen rum noch. Die kann ich jetzt schön einsammeln, bevor wir in den Satan-Kampf gehen. Engelraumkampf hoffentlich. Zum Glück liegen hier noch ein paar Herzen rum. Ohne, dass ich was kaufen muss. Sehr praktisch. So, okay. Dann machen wir noch den Kampf hier. Ja, macht ihr mal. Das sieht doch alles ganz in Ordnung aus. Ich will nur nach Möglichkeit jetzt nicht noch mehr Herzen verlieren. Lieber mal wieder ein paar bekommen. Ja, danke schön. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, kann sich der Kills-Heal-Typ mal jetzt nützlich machen. Und da kam er schon. Oder sie oder es. So. Perfekt. Perfekt. Und tschüss. Ah, schade. Wir gucken natürlich rein, denn es könnte schwarze Herzen oder eine Kiste geben zusätzlich. Es gibt effektiv gar nichts. Dann nehme ich auch nichts. Ich meine, das Auge, ich gucke kurz nochmal nach, was das Auge war. Aber ich würde jetzt spontan sagen, das ist nicht zwei Herzen wert. Aber lasst mich kurz nachgucken. Lasst mich kurz das Auge nachschauen. Ein Damage Up, ein Range Up, Shots Down, Tears can be controlled mid flight using the direction key. Ach, das ist das Eye of the Occult Ding. Ach, das ist das Teil. Ja, nicht schlecht, aber... Puh, zwei Herzen. Ich meine, ich habe recht viel Geld. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich mir ein AP kaufen kann noch. Aber dann kommen halt keine Engelräume mehr. Nee, ich gehe lieber weiter auf Engelräume. Also ich bin sicher, viele hätten es jetzt gekauft. Und das wäre auch gar keine falsche Entscheidung. Aber ich habe es jetzt halt nicht gekauft. Und das war... Ich würde jetzt nicht sagen, eine falsche Entscheidung. Vielleicht nicht die beste, aber falsch würde ich sie nicht bezeichnen. Ich glaube, da kann man wirklich beides machen. Ich würde sagen, da kann man beides machen. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist so eine sichere falsche Entscheidung. Das meine ich damit. Könnt ihr natürlich gerne anders sehen. Ich lasse mich da auch sehr gerne überzeugen. Aber für mich... war es jetzt keine sichere falsche Entscheidung. Ja, da ist jetzt mein HP ab, aber jetzt gehen wir erst in den Stachelraum. Vision. Ich würde Vision aber jetzt gleich hier einsetzen, weil ich habe im Moment die Bombe. Und sollte hier drin dann der Geheimraum sein, dann würde ich die Metall natürlich würde ich die mir natürlich gleich holen. Genauso. Genau so nämlich. Weil dann gehe ich raus, setze Vision ein und sehe, hier drin ist der Geheimraum. Und dann bin ich so... okay. Das ist jetzt natürlich doof, weil das muss ich mir... Nee, muss ich mir nicht jetzt holen. Ich weiß, dass es da ist, ich kann es mir nachher holen. Wetten, ich vergesse es. Oh nein, Leute, ich werde es vergessen. Ich werde es vergessen. Aber es wird... Also, ich werde so oder so getroffen. Ich weiß jetzt nicht, ob da oben blaue Herzen rumliegen, die mich schützen würden und so weiter. Ich lasse es jetzt hier liegen... Ihr erinnert mich bitte daran, bevor ich die Ebene verlasse, erinnert ihr mich bitte daran. Scheiße, es geht so schief. Ah, ich werde es vergessen. Okay, was machst du nochmal? Bist du zum... Kann ich dich snacken? Also, jetzt ist doch snacken wirklich ein passendes Wort dafür, bevor wieder einer meckert.
finde, hier passt Snacken ganz gut. Was machst du? Polydactyly. Hold me. Allows Isaac to carry two cards, runes or pills at the same time. Ja, es ist ganz cool. Aber ich will mal wieder eine Fliege haben. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich habe Strange eingesetzt. Ich habe Strange einfach verpulvert. Das ist wieder der Moment, wo ich einfach ganz kurz alles hasse. Okay, cool. Mann! Und hier ist meine 7er Reihe. Hier ist die 7er Reihe, die ich wollte. Genau da ist die 7er Reihe, die ich wollte. Okay, let's go. Okay, let's go. Vielleicht brauche ich dich irgendwann. Okay, let's go. Ich habe kein einziges Spaceball-Item, aber vielleicht nützt es mir irgendwann mal was. Scheiße. Okay, wir sind im richtigen Bereich für Dings. Das ist sehr gut. Wir sind im richtigen Bereich für das hier. Das ist fantastisch. Let's go. Nice. Beides auch nichts zum Snacken. Optimal. So, wir haben jetzt richtig viele coole Batteriegeschichten und kein Spacebar-Item. Ach ja, schön. Aber wir haben jetzt, wenn wir ein Spacebar-Item kaufen, na, dann wissen wir schon, wir haben perfekte Vorbereitungen für Spacebar-Item getroffen. Also wirklich perfekte Vorbereitungen. Da kann man nichts sagen. Gib mir halt, Mann. Mir halt jetzt das, was ich will. Jetzt sei nicht so. Jetzt sei nicht so. Experimental Pill. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob das ein Herz hin oder weggemacht hat. Alter! Es wird langsam ein bisschen kritisch. Ich sollte erst kämpfen, oder? Scheiße. Ich habe ein bisschen viele Herzen jetzt ausgegeben. Muss ich ja gestehen. Ich habe gerade ein bisschen viele Herzen ausgegeben. Ja, gut. Was war jetzt die Karte? Cherio. Okay, Cherio als Sicherheit. Let's go. Jetzt muss ich auf meine Energie böse achten. Jetzt muss ich böse auf meine Energie achten. Ich hab da jetzt nicht so ganz... Das war nicht so klug. Das war nicht so klug. Es ist... ich war leider ein bisschen zu greedy. Geht gleich weiter. Ich muss kurz was drücken. Ich war leider ein bisschen zu greedy. Ah, das könnte jetzt... Ah, ich habe ein bisschen Bammel. Ich muss jetzt echt auf jedes Herz achten. Und ich muss hoffen, dass mein Kills Heal ein paar Mal losgeht. So nicht. Ich sag dazu nix. Ich sag dazu gar nix. Gar nix, sag ich dazu. Mann! Oh, ich war zu greedy. Das war kompletter Müll. Oh, das war kompletter Müll. Warum bin ich so? Oh, nö, Mann. Nö, Mann. Das war... Och, komm, ey. Was machst du denn jetzt nochmal? Ah!
War das dumm? Ja, das ist okay. Mann, war das dumm. Ich komm nicht klar, wie blöd das war. Ich komm nicht klar, Mann. Scheiße. Gott. Jetzt habe ich vor allem... Mann, jetzt... Oh. Jetzt habe ich weiter die geringe Tiersrate. Das ist doch kacke. Ach, ist... Wir hatten echt wieder einen guten Lauf. Mann, wieso mache ich sowas? Ich sollte diese Dinger, glaube ich, erst nach den Kämpfen machen, oder? Ich sollte solche Dinger erst nach den Kämpfen. Ich meine, ich hätte. Es hätte auch sofort nach 2, 3 Herzen hätte halt sofort ein gutes Item kommen können. Nein, ich hätte. Andersrum. Ich hätte dann aufhören sollen, als ich mich genau wieder voll heilen hätte können. Genau voll. Und nicht so auf, okay, nur 3 Herzen. Mit 3 Herzen in den Kampf rein. Und dann hätte ich mich halt im Kampf noch besser anstellen müssen. Boah, ich könnte echt. Oh. So bin ich so. Ich lerne halt nicht aus meinen Fehlern. Weil ich mache sowas ja immer wieder. Das ist ja das Traurige dabei. Ich mache sowas ja immer wieder. Oh, ey. Jetzt ist das schöne Kills-Heal auch wieder weg. Das war so eine... Und wir haben so viele Batterie-Items gekauft. Das wäre eine beste... Das wäre die beste Voraussetzung für jedes Spacebar-Item gewesen. Mann. Wir hätten uns vor allem mit dem Dings dann, ne? Mit dem hier, weißt du schon. Da war dieser Typ aus der Kiste. Mit dem hätten wir uns dann Items holen können und so Sachen. Das wäre voll gut geworden. Ich meine, wir waren schon in... Ups. Hä? Was war da jetzt? War da ein Unsichtbarer? Ich hab's nicht gesehen. Wir waren schon in Sheol... Wir waren noch gar nicht in Sheol. Ich hab nichts gesagt. Aber das wäre voll gut geworden. Oh, ich hasse alles. Geh da hinten, bist du schade. Ich hasse alles. Ah, oh, so ärgerlich. So eine ärgerliche Scheiße. Ich könnte so abkotzen über sowas. Es ist unglaublich. Ich könnte mich so aufregen. Eigentlich könnte ich nicht, nur ich tue es. Muss ich wieder mit der Scheiß-Tierrate kämpfen? Das wird doch nix. Mann, vor allem mit meiner Motivation jetzt. Ach nö, ich... Boah! Ich hätte es jetzt schon wieder haben können. Wir waren doch jetzt echt... Mann. Mich ärgert es jetzt überhaupt nicht. Also mich ärgert es jetzt wirklich überhaupt nicht, dass ich, dass ich diesen Modus jetzt nochmal spielen muss. So, das... Es ist ja nicht schwer. Es ist jetzt ja nicht so, dass ich sage... Oh nein, ich hätte es schaffen können und ich werde es sonst nicht schaffen. Mich ärgert es einfach wegen der Zeit. Weil wir könnten jetzt schon uns... Naja, jetzt noch nicht, aber wir könnten uns im nächsten Part den nächsten Greed-Typ angucken. Den nächsten Tainted-Typ angucken. Und wahrscheinlich versaue ich es jetzt wieder, weil jetzt bin ich wieder demotiviert. Na, mal gucken. Oh nee! Hilfe. Oh boy. Oh boy. Kann mal bitte irgendeiner in dem Stein explodieren? Ist hier überhaupt einer dabei, der explodieren kann gerade? Oh mein Gott. Ja, der kann in dem Stein. Der kann den Stein kaputt machen. Oh shit. Oh shit. Ach Mann. Scheiß Anfang.
Normalerweise würde ich jetzt sagen, nee, ich resette, weil HP down dabei war. Aber wir haben gerade ein TS abbekommen. Das ist im Prinzip gut. Was ist das? Irgendeine Decke. Also das Tiersab ist mir fast am wichtigsten gerade gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe leider nicht gesehen, was die Damage, die Experimental Pill noch gemacht hat. Ich habe nur das HP down gesehen. Yo, da gehen wir erstmal hoch. Müssen wir uns jetzt nur merken, dass da unten die Viecher an der Wand hängen. Und ich nicht so schnell wieder runter sollte, bevor ich die nicht loswerde. Okay, aber wenn die da an der Wand sind, ist das ganz gut. So. Also nicht an der Wand, sondern an der rechten Seite, wollte ich sagen. An der Wand sind sie ja immer. Yikes! Nein, 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 ich komme da nicht raus. Scheiße. Jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wenn der Blaue mich trifft, bin ich tot. Oder halt irgendein Champion-Gegner. Ich muss mich nur irgendeinen scheiß Champion-Gegner treffen und ich bin erledigt. Oh Junge, das sind viele. Okay, 10 Sekunden, die alle loszuwerden, das sollte hinhauen. Ja, 10 Sekunden sollte hinhauen für die Viecher. Okay, und das ist die letzte Phase. Nicht in den Champion-Typ reinrennen. 2 Stück sind Champion. Dann kommen wir klar. Ja, lol. Nein! Oh! Das war ein bisschen knapp. Für meine Begriffe ein bisschen zu knapp. Aber ist okay. Ist okay, Spiel. Ist okay. Wenn du das so siehst, dann ist das so. So. Schlüssel, Itemraum. Was bist du? Du bist Mr. Mütze. Mr. Mütze, also nicht Mütze, aber sieht aus wie so ein Kartoffelsack. Oder ein Zahn. Es ist ein Zahn. Dead Tooth. While firing, you gain a green aura that poisons any enemies which touch it. The poison deals your tear damage per ticks for 2 ticks. Has no effect on Lilith as she cannot fire tears. Ja, ab dafür. Nehmen wir. Nehmen wir. So. Schützt mich ja auf jeden Fall. Ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Jetzt könnte ich natürlich anfangen, ihm Geld zu geben. In der Hoffnung, dass 7 Münzen reichen, um was zu bekommen. Wir sind am Anfang. Wir gehen Risiko. Na bitte. Das war doch jetzt ein guter Deal. Ausnahmsweise mal einen guten Deal gemacht, würde ich sagen, an der Stelle. Nein, ich wollte gerade sagen, der Lilane darf ich nicht erwischen. Sonst ist alles scheiße. Muss den Lilanen loswerden. Kritisch.
Kritte. Okay, sehr gut. So, jetzt kann ich mich um dich kümmern. Du Mistviech. Verzieh dich. Monstro, kommt hoch. Monstro kommt wieder runter. Monstro kommt wieder hoch. Ich werde ihn doch jetzt kriegen, Mensch. Nein! Okay. So, jetzt nur noch Monstro erledigen. Das war knapp mit Energie. Ja! Das war auch nochmal richtig knapp. Kritische Momente. Also bevor wir in den Satan-Kampf gehen, muss ich auf jeden Fall nochmal Herzen kaufen. Auch wenn ich es hasse, für Herzen Geld auszugeben. Besser wäre es natürlich, ich könnte mir das HP ableisten. Das für 15. Wow! Dass mich das jetzt nicht gekillt hat, ist ja ein Wunder. Oh mein Gott, der ist doch voll auf mir gelandet. Lag das jetzt an der Aura oder so? Dass der erst verletzt wurde und ich dann schnell genug raus konnte oder sowas? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Junge. Shish. So, ja, wie gesagt, Problem ist, ich komme da nicht ran. Ich muss hier ein Herz kaufen. Ich kaufe jetzt aber auch nur ein Herz. Wird schon mit 1,5 Herzen reichen. Okay, Pin, Pin, Pin. Pin ist in Ordnung. Pin ist in Ordnung. Ich würde jetzt bei Pin auch gerne erstmal dafür sorgen, tatsächlich, dass der mir die Krüge hier kaputt macht. Mit ein bisschen Glück kriegen wir da noch Geld zusammen. Aber dafür müsste er halt wirklich bis hierher werfen. Ja, und der wirft halt überhaupt nicht weit. Na, ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, der trifft halt einfach auch nicht. Nee. Ja, wow. Das war es auch schon mit ihm. Okay. Ja, dann werden wir leider nicht sehen, was diese komische Plane macht. Bestimmt wäre es ein cooles Item gewesen. Aber dann ist das so. Weiter geht's. Oh, wait a moment. In welcher Ebene? War das die Ebene, in der ich gestorben bin? Nein, ich hab das weiße Herz vergessen, ne? Ich hab das weiße Herz vergessen. In welcher Ebene war das? Habe ich das weiße Herz wenigstens in der Ebene vergessen, in der ich gestorben bin, sodass ich es gar nicht mehr hätte mitnehmen können? Ich glaube, das war die Ebene, ne? Ich glaube, das war... Ich hab's nicht vergessen, oder? Ich hoffe, das war die Ebene. Jetzt fällt mir das weiße Herz wieder ein. Ist schon ewig her. Das war der allererste One, den wir hatten. Der gute One, der gut gelaufen ist. Speed-Up, will ich das snacken? Nee, ich hätte schon gerne. Nee, Speed-Up hätte ich schon gerne, bin ich ganz ehrlich. Speed-Up ist schon ganz gut. Gerade wenn so ein schneller Gegner kommt, ist so ein Speed-Up schon ganz gut. Okay, hier gibt es günstige Herzen. Das ist auch gut. Aber jetzt müssen wir uns erstmal... Na komm, wir gucken nach. Oh, Junge. Geh weg. Oh, fuck. Ach, komm. Das ist ja kompletter Müll gewesen. Das ist absolut nicht fair. So, schnell nachkaufen. Das ist... Okay, ich bestrafe mich jetzt durch Risiko. Risiko hat sich gelohnt. Aber auch nur ausnahmsweise. Aber auch nur sehr ausnahmsweise. Oh mein Gott. So, diesmal nicht. Okay, cool. Okay.
Also der da unten, der Raum war richtig kacke. Aber dafür war der andere Raum okay. Oh Mann, ey. War das jetzt das Boom für die Tränen oder war das das Boom für die Bomben? Ich glaube, das rote Boom war das Boom für die Bomben. Das wäre was, was ich jetzt snacken würde. Achso, ich krieg aber plus 5 Bomben dazu. Ich glaube, langfristig habe ich mehr davon, wenn ich es als Fliege nutze. Wäre jetzt so mein Gedanke. Ich würde übrigens gerne die zwei Kollegen hier kaufen. Aber mal schauen, ob wir es hinkriegen. Aber ich glaube, langfristig habe ich von der zweiten Fliege viel mehr als von 5 Bomben in dem Modus. Aber don't get me wrong, mir ist schon klar, dass auch die 5 Bomben ordentlich viel bringen können. Ich bin gerade voll zusammengezuckt. Ich dachte, der schießt, aber es war der untere. Es war nur das Geräusch vom Schießen. Mein Gott, bin ich gerade erschrocken. Oh mein Gott. Ach komm, jetzt bin ich in 3 Sachen hintereinander reingelaufen. Wie ich sowas hasse. Ein Treffer kommt selten allein. Mich so zusammenreißen, ne? Dass ich nicht immer gleich losschreie. Wie oft schreit ihr eigentlich gegen den PC, wenn ich spiele? Für euch muss es ja noch schlimmer sein, weil ihr es nicht kontrollieren könnt. So, tschüss. Hollololololololol. So, was nehmen wir als erstes? Das HP ab? Oder das Viech in der Box? Nein, das HP ab ist... Nein, das HP ab kann ich mir auch holen, wenn ich ein paar mehr Herzen verloren habe. Ich würde jetzt erstmal den Kollegen hier mitnehmen. Ist alles bei dir in Ordnung, Kollege? Okay, der Geist muss weg. Oh, das ist der Brimstone-Geist, ne? Oder? Es sieht ja nur so aus. Nee, das ist der Brimstone-Geist, glaube ich. Scheiße. Dann muss ich aber hin und den sehen, wo der ist. Kann der Brimstone? Jo, da kann sogar schiefes Brimstone. Nicht gut. Bin ich dann vielleicht mittig sogar ganz gut? Nope! Wo stehe ich dann am besten, um den loszuwerden? Ah, verfluchte Kacke. Ah, verfluchte Kacke, okay. Ha, 11 Münzen. Wir kriegen das HP ab nicht mehr zusammen. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Das ist natürlich ärgerlich, aber damit muss ich leben. Gut, dann nehme ich aber noch eine Aufladung mit. Dass wir den Engelkampf auf jeden Fall auch schaffen. Vielleicht gibt es ja dafür im Engelraum ein schönes HP ab noch.
Njui. Jeder einzelne Treffer tut so weh, der unnötig war. Und das sind sie meistens bei mir. Ich stehe hier ein bisschen ungünstig. Ach, komm schon! Ey. Ey! Das darf nicht wahr sein. Ich habe 3 Herzen in der Runde verloren. Also 2,5, aber... Einfach 2,5 Herzen liegen lassen in der Geschichte schwer. Das war doch ein einfacher Kampf eigentlich. Uff. Oh Gott, ist... Oh, nee. Oh, die sind alle geil. Ich würde das Damage-Up mitnehmen. Das Damage-Up ist auch noch ein HP-Up dazu, ne? Das ist auch noch ein HP-Up dazu. Ja. Das ist auch noch ein HP-Up dazu. Genau. Genau. Das Ding ist halt, Holy Mantle wäre natürlich voll genial. Aber ich meine, hier in dem Kampf nützt er mir genau einmal was. Dann ist er aufgelöst. Ich kann damit umsonst in den Raum rein. Ja, ist mir auch bewusst. Aber das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Okay. So. Gut, dann haben wir alles gesehen. Hier ist auch kein blaues, weißes Herz, was ihr noch mitnehmen wollt. Nee, ich hab's nicht vergessen. Es war genau in der Ebene, in der ich dann draufgegangen bin. Es war genau in der Ebene, in der ich draufgegangen bin. Ich bin ziemlich überzeugt, dass es so war. Nehmen wir mit. Sehr, sehr gutes Item für Apollyon. Sehr gut und sehr wichtig. Das Herz hier, sehr schön. Das ist dann auch sehr wichtig. Das müssen wir auf jeden Fall holen. Und es gibt wieder günstige Herzen. Das ist auch sehr gut. Dann können wir es uns aber auch leisten, hier gleich reinzugucken. Dann können wir uns das gleich leisten, weil wir haben genug Herzen zum Nachkaufen, selbst wenn es jetzt hier schief gehen sollte. Geh weg! Okay. Ja, komm, wir gucken mal. Eine Bombe opfern wir für hier. Okay, dann nicht. Dann hier. Ah, war dumm. Ich hätte vielleicht ein HP-Up. Vielleicht kommt jetzt ein HP-Up. Dann wäre es doof gewesen, aber... Nee, das ist auch nichts zum... Das ist auf jeden Fall zum Einsetzen. Das ist mal ganz klar. Okay. Das jetzt nämlich in Kombination mit der Batterievorbereitung, die wir letztes Mal hatten. Und wir wären fertig. Und jetzt habe ich diese Batteriekombination natürlich wieder nicht. Na gut, let's go. Der Hase. Aber mit schön viel Damage. Das ist ja auch ganz angenehm. Ja, was heißt viel Damage nicht, aber mehr Damage. Trotzdem werde ich, wenn ich jetzt hier nicht schnell genug die Viecher loswerde, wird es gleich sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm für mich. Ich muss schneller die ganzen Viecher loswerden. Hier wird es richtig kritisch gleich. Oh mein Gott. Hier wird es aber gleich richtig kritisch. Scheiße. Ich werde die Kacke nicht schnell genug los. Okay, das ist schon ein bisschen besser jetzt. Boah, aber das war wieder ein richtig schlechter Anfang. Aber das liegt halt nicht an dem Modus. So, das... Nein! Nicht, die dürfen mich nicht treffen, die machen doppelten Schaden. Ich will das nicht. Geh weg, mach dich weg, hau ab. Hasse dich. Was ist jetzt da oben aufgetaucht? Oh, nee! An die komme ich wieder so schlecht ran. Oh, nee. Komm, vergifte dich bitte. Ja, aber wir haben jetzt alles durch. Wir sind alle Phasen durch. Es war kein guter Kampf.
aber drauf geschissen. Du musst weg, wenn du mich triffst, machst du wieder ein ganzes Herz Schaden, das möchte ich nicht. Jetzt werden die ganzen Batterie-Items, die wir hatten, so gut einfach, Mann, ey, es ist so zum Kotzen. So ärgerlich alles. Und ich habe leider nicht schnell genug hier die ersten Gegner losgeworden. Bin leider nicht schnell die ersten Gegner losgeworden. Das war sehr ungünstig. Das war sehr ungünstig, leider. Okay, wir kommen noch nicht mal an die Viecher hier ran jetzt. Das ist auch kritisch. Ich versuch's. Ich hoffe auf Münzen. Das war pures Glück. Pures Glück. Pures Glück. Das Damage-Up wäre natürlich auch nice, aber das werden wir nicht mehr bekommen. Das wird von Geld her nicht mehr ausreichen. Ich könnte natürlich versuchen, dass er hier ein bisschen die Totenköpfe noch sprengt. Aber es ist ein bisschen risky. Weil ich da auch noch selber getroffen werden kann. Ja, jetzt ist er eh down. Wie groß ist meine Range? Nicht groß genug, aber er macht keinen Brimstone. Er ist nicht der Brimstone-Typ. Und er schmeißt auch nicht diese dummen Sprungdinger. Er geht eigentlich voll klar. Ja, aber das Geld reicht leider nicht wie erwartet. Ah, schade. 5 Münzen. Nee, ich krieg keine 5 Münzen mehr irgendwo her. Ist vorbei. Jetzt kann ich nur hoffen, dass wir noch einen schönen Engelraum bekommen. Oder zumindest schwarzes Herz oder sowas im Satanraum. Oder halt ein gutes Item im Satanraum. Ich meine, ich habe ein paar Herzen. Also, ein Zweier-Item, wenn es wirklich gut ist, so ein Messer zum Beispiel, würde ich mir schon leisten. Wie habe ich das im letzten Part geschafft, mit dem Messer Guidia zu versauen? Das ist echt... Das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt, der mich doppelt wütend macht. Das alles hier bräuchten wir nicht, wenn ich im letzten Part diesen letzten Millimeter oder die letzten 2 Millimeter von Guidia noch ausgefüllt hätte. Dann bräuchten wir das alles nicht. Oh, es ist schon wieder so schwierig. Aber das Schwert... Nee, das Schwert ist für Guidia scheiße. Das Schwert ist für Guidia einfach scheiße. Ich will nur ganz kurz den Vertrag nachgehen. Ich weiß, das eine ist ein Damage-Up. So, der Kranz ist ein Damage-Up. Aber der Vertrag hatte doch irgendwas mit den anderen Engelräumen zu tun. Ich glaube, der hatte doch damit zu tun, dass Engelräume auch auftauchen können, wenn man einen Devil-Room schon, wenn man einen Satan-Deal schon gemacht hat. Ich glaube, das war das, oder? Ein Eternal hat Tears-Up und Angel-Räume tauchen auch nach einem, auch nochmal auf, selbst wenn man einen Devil-Deal genommen hat. Und das andere ist plus 1,0 Damage Up oder so, ne? Und sonst nichts. Ich glaube, das ist einfach ein Damage Up gewesen. Genau. Es ist einfach plus 1,0 Damage Up. Dann nehme ich das Tears Up mit. Ich bin ganz ehrlich, dann nehme ich das Tears Up mit. Es gibt ja auch noch ein Eternal Heart dazu. Das ist dann schon erstmal besser. Das ist dann... Denke ich schon erstmal besser. Also ich hoffe, da geht ihr mit mir mit. So, und dann hauen wir ab. Leider kann ich das 15er Item nicht mehr holen. Aber so ist es halt. Man kann es nicht ändern. Aber man kann es sich nicht aussuchen. Ich könnte die ganze Zeit auch schon wieder Abyss einsetzen, aber ich habe halt aktuell auch kein Item, für das ich Abyss einsetzen möchte. Nee, das möchte ich auch mehr haben. Das möchte ich auch holen. Das ist nochmal ein gutes Tears-Up. Das möchte ich haben.
Schön, schön. Das war ein bisschen zu bald. So habe ich das gerade wieder... war ich wieder zu ungeduldig. Ach, Mann, Conan, ey. Warum bist du so? Okay, bist du was, was ich snacken möchte oder nicht? Was bist du? Wo finde ich dich? Wo finde ich dich? Spontan sagt mir das Ding nämlich überhaupt nichts. Muss ich ganz ehrlich sein, spontan sagt mir das Gesicht überhaupt nichts. Meinst du was Ähnliches hat man schon immer wieder mal gesehen, aber ich kann jetzt halt nichts damit anfangen gerade. Deswegen kann ich jetzt auch nicht nach einem Namen suchen oder so. Ich muss jetzt gucken, dass ich das als Symbol finde. Ich muss jetzt gucken, dass ich das Ding als Symbol finde. Es sagt mir echt nichts. Ist das ein altes Item? Dann müsste ich es doch erkennen. Also ich gucke jetzt erstmal nicht bei den alten Items. Ich gucke jetzt erstmal bei den neueren. Das sah so komisch. Das sah so unbekannt aus. Ich guck jetzt doch mal zu den alten Items. Oh ja, es ist ein altes Item. Es ist Erbel. Mirrored Body. A familiar that mirrors the player's movements and shoots tears directly at Isaac. Able's tears do 3,5 damage unless playing as Kane, in which case they do 5. Okay, Able now has an increased rate of fire and will mirror to the other side of the room, even if it's off-screen. If picked up by Kane, it shoots blood tears and the damage becomes increased to 5. Ist das jetzt gut? Es klingt okay. Komm, wir nehmen's mal. Ach so. Ja, da wäre eine Fliege besser gewesen. Ja, never mind. Da wäre eine Fliege besser gewesen, glaube ich. Aber ist in Ordnung. Ich würde jetzt ein blaues Herz mal opfern, weil wir kriegen die ja gleich wieder zurück. Um hier reinzugucken. Ich muss eh hier reingucken. Ich will eh hier reingucken. Also, es hilft nichts. Und vielleicht... hier was Schönes, Gemütliches drin? Nee, verpiss dich. Ah. Okay. War nicht so gemütlich. Machst du nix. Okay, drück mir die Daumen. Auf der Ebene ist immer vorhin gescheitert. Jo, der war schnell. Da seht ihr, wie furchtbar wichtig das Tiersab ist. Wo kommt die Hand her? Was habe ich eingesammelt, dass die Hand kommt? Was habe ich Cooles eingesammelt, dass die Hand kommt? Lul? Lul? Wo kommt die Hand her? Ich meine, voll gut, dass die da ist, aber wo kommt die her? Okay, der Laser muss weg. Wo kam die Hand jetzt? Was habe ich... Was bist du denn? Ach, du bist... Ah, ihr seid die kleinen Dinger. Ich weiß. Scheiße! Ich wollte gerade das... Ist das. Ich bin viel zu unkonzentriert. Oh, Mann! Also wenn der nächste Part auch nichts wird, mache ich wieder eine Zusammenfassung. Das ist doch dumm. Das ist doch schon wieder so ein absoluter Müllpart. Wir hatten echt gute Möglichkeiten. Und dieser ganze Part hier wäre nicht notwendig, wenn ich es beim letzten Mal geschafft hätte. Dann wäre dieser ganze Part hier nicht notwendig gewesen. Und der nächste auch nicht. Oh, ich hasse sowas. Ah. Ja, I'm sorry.
I'm sorry. Aber wo kam jetzt die Hand her? Was für ein Item hatte ich denn, dass die Hand kam? Ich fand's cool, dass die kam, aber ich weiß nicht, welches Item das ausgelöst hat. Ach, oder war das in der Runde der Familiar von der Box oder so? Keine Ahnung. Ist auch egal. Jedenfalls war es cool, dass die Hand da war. Leider habe ich es verkackt. Danke trotzdem fürs Zuschauen. Und tschüss.